Sehr gut. Male? Ich glaube, oben ist noch einer. Stimmt, da ist einer. Da kannst du da einfach durch, unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah. Daher ist es nicht mehr weit. Aber hier, ach stimmt, das ist wohl alles. Was denn? Wir sehen jetzt wie ein, ja. Okay. Kann man irgendwas tun? Nein, wir sehen jetzt nur gerade wie ein Metroid. Nein, geh weg. Ja, der zieht auch mal richtig heftig. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir... Ah ja. Genau, er lässt uns dann ziehen. Weil eigentlich hilft er uns ja später nochmal im Verlauf des Spiels. Ja, dann geh mal. So ein bisschen Energie wäre jetzt halt ganz nett. Ne? Die kommt hoffentlich im nächsten Raum, da müsste nämlich Auffüllung sein, hier links unten, weißt du? Ja, mal links, genau. Da durch die Tür, die gleich kommt. Ja, und da rein. Mal eher nach links in die Tür. Ja! So, jetzt müssen wir nur noch einmal. Wir haben das ja gerettet. Deswegen wir müssen jetzt nur noch hier durch, dann haben wir hier einen Safe Point. Gut. Achso, wie war das? Fünf von denen, glaube ich, ne? Ich guck mal. Da ja doch des Öfteren auch mal Aufnahmeequipment ausgestiegen ist in unserer fast einjährigen Historie, habe ich immer mal zwischendrin so einen Blick. Kannst du ja hochstellen, das ist wahrscheinlich einfacher. Ne, zu ihm hochstellen. Wir sind am Safe Point. Das Bett ist zäh. Es ist zäh. Möchtest du ein anderes Bett anschließen? Nein. Da, ein Safe Point. Oh mein Gott. Ich kann es gar nicht glauben. Ich auch nicht. Ich muss noch was trinken. Mach mal. Ja, runter nach links, dann ist Mother Brain da und dann ist der Endkampf. Du schaffst das. Ich schon mal weiß, wie im das im ersten ging. Anlauf. Ich bin ganz gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ach. Haben wieder fünf Raketen zu wenig. Jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ja. Ach, wie schön. Da fließt Lava hoch. Thank you.
Siehst du bitte nochmal nach, wie die kaputt gehen? Das steht hier nicht drin. Aber die Rakete hat ja schon getroffen eben. Du musst, glaube ich, noch mehr drauf feuern einfach. Aber hier steht nichts mehr. Also hier wird man komplett allein gelassen jetzt am Ende. Hier steht gar nichts mehr. Das ist auch schon der Raum mit Mother Brain übrigens. Ich glaube, du bist Rakete Raum. Vielleicht nicht gerade die Superraketen. Ich weiß, Klugscheißer-Sprüche wieder. Ah, das geht auch wieder auf. Ja, also. Versuche ich mal direkt vor das Ding zu stellen, vielleicht, genau. Ja, sehr gut. Himmel, Herrgott, nochmal. So unten durch wahrscheinlich. Oder oben durch. Das ist wahrscheinlich einfacher. Boah, da verliert man aber echt sau viel Energie noch vom Endgegner hier. Dünner, oder? So wie das andere eben. Doch, jetzt. Oh, Mann, ey. Stell dich am besten direkt davor, oder? Dann kannst du nämlich einfach im Stand schießen. Uah. Ja, okay. So. Genau. Alter! Ja, Gott nochmal! Himmel! Ah, Mann! War es das oder kommt jetzt noch der eigentliche Kampf? Ich wollte gerade sagen. Ja, keine Energie mehr, keine Raketen mehr. Los geht's. Soweit schon mal ganz gut. Ach, ich dachte, ich hätte mal aufsammeln können. Der Screwtech vielleicht einfach in den Kopf reinspringen die ganze Zeit. Ach, den musst du erst zurücktreiben und probier mich auch bis zu einem mal. Gewissen Punkt wird man dann wieder, kriegt man, kriegen sie geholfen. Mhm. Aber naja, die Taktik mit dem Davorstellen und Kaputtschießen kannst du jetzt machen, bleiben dir sicherlich mehr Raketen übrig als mir ja jetzt. Naja. Und die kannst du mit der schräg links oben Attacke Mother Brain. Also die ganze Zeit schön ins Gesicht schießen. Ja, ja. Genau, und weiter. Boah, und das ist aber schon echt. Meine Herren, ey, ist das zäh. Das
du wirst ja überall getroffen, egal wo du gerade bist. Alles kann hier durch alles durchschießen, nur du natürlich nicht. Aber du verbrauchst trotzdem hier ganz gut. Ich würde vielleicht die normalen Raketen nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen. Stell dich direkt vors Glas. Ja, ja. Alter, ja, ist in Ordnung. Hallo? Kann die Dame vielleicht... Was trifft denn hier? Warum kann ich mich denn nicht da hinstellen? Nicht ganz nah ran. Jetzt. Also den Schreck nach oben und dann immer... Immer auf die Fresse. Immer auf die Fresse gehen. Schlimm, schlimm. Das Problem ist, die Feuerbomben... Dir schmeißt ja. Gleich, da brauchst du musst das im Prinzip mit der Screw-Attack in der Luft bleiben, weil mit einem normalen. Was? Genau. Hals drauf. Gut, also die haben wir auf jeden Fall alle. Der normale Schuss trifft auch gar nicht mehr. Du kannst nur noch mit dem Charge-Beam treffen. Sie darf halt auch nicht zu dir kommen. Du kannst auch da hinten stehen bleiben und immer hochspringen. Die wird ab irgendeinem Zeitpunkt wird die relativ wild. Ah ja, jetzt kommt das Ding. Schießt du wohl drauf? Ah ja, genau. Und jetzt ist Ende Gelände. Guck. Was ist denn das? Ey, wie soll man dem denn ausweichen? Ja, warte doch mal. Oder meinst du mit Ende Gelände, wir haben es geschafft? Warte doch mal. So, finaler Blattschuss. Komm, das hast du doch schon vorher recherchiert. Nein, hab ich überhaupt nicht. Wirklich echt nicht? Nein. Bitteschön. Siehst du mal. Aber wir haben doch vier Energiepunkte. Das ist egal. Du musst dich danach jetzt halt ein bisschen... Ich will dir keinen Druck machen, sputen. Nein, Quatsch, musst du dich nicht, aber... Wieso, müssen wir das so zum Raumschiff laufen noch? Nein. Nein, aber... Er saugt dir jetzt die komplette Energie ab. Ja. Die hätte er mir jetzt mal geben können, die Energie, die er abgesaugt hat. Das Geile ist, sie wacht ja wieder auf. Und du hast keine Raketen mehr. Und gar nichts. Oder sie beschützt mich jetzt die ganze Zeit? Warte. Ich warte die ganze Zeit schon. Wir kriegen jetzt ein Upgrade. Schieß mal. Du kannst eigentlich nur so stehen bleiben. Du musst nur... Bleib stehen, ist egal. Bleib stehen. Einfach nur stehen bleiben, immer gegen den Kopf.
sind jetzt alle Schüsse kombiniert. Krass. Egal, es kommt noch Energie. Fertig. Nein, ich will noch mehr drauf. So gut. Verdammt. Und es verschrumpelt noch. Wow. Fertig. Raus. Andere Richtung. Ich hab doch eben gefragt, ob wir nochmal zurück zum Raufen müssen. Nein, müssen wir nicht. Renn durch, schießen durch, rennen. Gibt's auch hoffentlich jetzt nur einen Weg, ja, den man rennen muss. Ja, schießen durch, rennen. Alles Pillepalle, halt dich nicht mit den Gegnern auf. Klar, so wie das Spiel anfängt, hört es auch auf. Kannst ja hoch, nicht. Runter? Hoch. Na. Ja, du bist schon hoch. Ja. Hoch, oh, ne? Sven. Hoch halt. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich weiß, er war stets bemüht. Mit Druck hast du es nicht. Oder? Hier geht's nicht hoch. Sorry, wo ist es denn? Ja, dann rechts rum. Aber nicht unten, glaube ich. Dass die obere Etage nehmen müssen. Ja. Macht mich wahnsinnig. Und einfach dasselbe nochmal. Sehr gut, hoch. Selbe Spiel. Stopp. Selbe Spiel. Ja. Weiter. Schießen, mal durch. Alter. Ist es noch weit? Weiß ich nicht. Müssen wir hoch? Weiß ich nicht, ja. Natürlich müssen wir hoch. Nein. Guck mal, nimm die kleinen Kanten da. Ich nehme einfach die kleinen Kanten. Die Viecher haben natürlich jetzt auch gerade nichts Besseres zu tun, als mich noch aufzuhalten, wo ihr ganzer Planet hier, ne? Natürlich. Love. Ja, klar, genau den noch getroffen. Hoch. Tust du? Ja, super. Tust du? Ja, ist alles nicht so easy hier. Ich schwitze hier, mein lieber Mann. Es geht hier um alles gerade. Screw-Tag links drüber. Hoch. Drüber. Laufen. Hast du eine Minute? Ist ja easy peasy. Ja, wie viele Räume kommen denn noch, Papa? Schießen. Hoch. Boah, jetzt noch Sprungpassagen, ey, in dem... Das ist ja genau meins wieder. Also mit Taktik hast du es nicht. Hey, ich werde dann echt nervös, wenn Zeit und so, das ist nicht so meins. Hoch. Ich hasse generell alle Spiele, wo man ein Zeitlimit hat. Die linke Seite, aber gut, egal. Ich weiß jetzt echt nicht, ob du das noch schaffst, ja. Können wahrscheinlich schon von vorne anfangen. Genau, von ganz vorne. Ja? Beim Schiff halt direkt, ne? Komm schon! Du weißt, wo das Schiff ist? Nein. Ah ja? Da, wo das Schiff ist, hoch. Ah ja, jetzt kenne ich mich wenigstens wieder aus hier. Aber ich glaube, es wird auch ein bisschen knäpplich bei dir gerade. Ganz nach rechts. Mach. Lauf halt, Gas. Lauf! 10, 9, 8, 7. Psst. Ruhe! Alter! 6, 5, 4, 3. Gehst du wohl rein? Nein! 2. Mann, du machst mich echt spannend, ey! Alter! Geil! Das ist Hammer! Du musst das auch immer übertreiben, gell? Alter, mein Herz! Und das am Freitagabend! Und das in deinem Alter, gell? Jetzt gucken wir uns das Schöne hier noch an. Puff! Und kaputt. Ja, was? 2 Sekunden? Unglaublich. Ein Glück mussten wir nicht nochmal da neu anfangen. Ja, das wäre ätzend gewesen. Da hätte ich auch, glaube ich, heute keine Lust mehr drauf gehabt. Mit eines der hübschesten Raumschiffe aus der Sci-Fi-Geschichte.
Sehr, sehr geiles Spiel. Kirtan 646. Ja. Ja, sie wird nur ihren Helm. Den Helm. Maximal. Aber dafür müssen wir uns jetzt die ganzen Credits angucken. Das macht nichts. Wie findest du denn dieses Spiel, Daniel? Wir können ein ausgiebiges Resümee jetzt ziehen. Wir haben es ja lange genug jetzt gespielt. Lange genug jetzt und vor, weiß ich nicht, ja. 10 Jahren, 15 Jahren, I don't know. Ja, ja. Sag, es gehört zu deinen Lieblingsspielen, oder? Naja, ist nicht umsonst Grundsteinleger für die sogenannten Metroidvania-Spiele. Mhm. Allein dieses, sag ich jetzt mal, Map-System, unterschiedliche Areas, also Gegenden, das Upgraden der Figur über Rüstung, Waffen und Special Effects, auch diese Secrets, die eingebaut sind, die kleinen Gänge, die man entweder mit gut Glück findet oder halt, wenn man später die X-Ray Vision bekommt, aufspüren kann. Einmal die Story, also was heißt einmal, noch on top die Story, die halt einfach mal geil ist. Auf jeden Fall. Und für die Leute, die halt unbedingt, sag ich jetzt mal, den Ehrgeiz haben und der Challenge gewachsen sind, die bekannten Speedruns zu machen, halt auch noch die Belohnung, wie Samus Rüstungsteile ablegt. Ja. Also extrem tiefgründig, also vielseitig. Facettenreich. Ja, das ist das Wort, nach dem ich eigentlich gesucht habe. Nicht umsonst mal irgendwas mit Sprachen. und von daher, das ist halt einfach geil. Ja. Also ich gucke immer wieder nach Spielen die irgendwie ein Retro-Design haben und ähnliche Spielmechaniken haben. Ja. Also hat natürlich auch eine lange Entwicklungszeit gehabt, glaube ich, 3 Jahre damals, ne? Bis es rauskam. Also ich muss auch sagen, ich bin hellauf begeistert. Die Musik ist halt. Die Musik ist der Hammer. Das ganze Spielprinzip ist einfach fantastisch. Auch dadurch, dass es halt alles einlädt, dass du die ganzen Bereiche alle ja nochmal neu absuchen kannst, wenn du deine Upgrades hast, weil du dann erst an bestimmte Stellen vielleicht auch kommst, die du vorher nicht kanntest. Ja. Die dann plötzlich total easy sind. Ja. Mit der Screw-Attack merkst du ja, irgendwann kommst du einfach durch diese ewig langen, hohen Turmgänge ganz einfach raus. Und die Musik ist halt. Wir haben eben hier. Nee, sie macht nur das Visier auf, glaube ich. Ist ja noch popeliger. 94. Wir haben eben hier gesehen, Gunpei Yokoi im Abspann ist der Erfinder des Gameboys. Nochmal so ganz am Rande. Glaube ich. Ja, müsste er sein. Sehr schön. Ja, also hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh, und dann kriegen wir natürlich noch angezeigt, wie gut wir eingesammelt haben. Ja, 69% ist ein anständiges Ergebnis. Ja, funktioniert. See you next mission. Das werden wir auch tun, würde ich sagen, oder? So viel Spaß, wie wir hier dran hatten. Ja. Wir haben ja noch vor, wie gesagt, für den Game Boy Advance gibt es ja noch 2 coole Titel. Metroid Zero Mission, der quasi vor dem ersten Teil nochmal spielt. Mhm. Den werden wir uns als nächstes dann mal in einem Longplay, wahrscheinlich auch wieder gleiches Zeitfenster, immer mal wieder ein bisschen weiterspielen, machen. Und Metroid Fusion. Und danach können wir ja vielleicht sogar auf den allerersten Teil gehen. Oh, der ist nämlich in Metroid Fusion. In Metroid Fusion, wenn du es durchgespielt hast, hast du das NES-Spiel freigeschaltet. Oder in Zero Mission. Okay. In einem von beiden Teilen hast du das freigeschaltet, den allerersten Metroid. Und dann haben wir auch noch Metroid 2 für den Game Boy. Also, es bleibt spannend. Samus Aran, hallo? Genau. Cool. Sehr cool. Dann? Ja. Ein langes Longplay geht zu Ende. Mhm. Wir bedanken uns bei allen, die so viel Ausdauer hatten, uns hier zu begleiten. Den 2 alten Dollen zugeguckt haben, wie sie in der Gegend rumhüpfen. Genau, wie gesagt, kommentiert gern ein bisschen. Und wir sehen uns dann entweder in der nächsten regulären Folge oder in der nächsten Metroid Longplay-Folge mit Metroid Zero. Yes. Bis dahin würde ich sagen, macht's mal gut. Bis dann. Tschüssi. Tschö.